sind wir allein im Universum. Während Programme wie das SETI und das James-Webb-Weltraumteleskop immer noch nach den kleinsten Anzeichen von Leben im Weltall suchen, wird eines immer deutlicher. Wir schauen in die falsche Richtung. Sie sind uns sehr viel näher. Ihre Spuren finden wir nicht etwa in den Sternen, sondern hier auf der Erde. Mysteriöse Hinterlassenschaften, verstreut über alle Kontinente unseres Planeten. In der nächsten Stunde reisen wir durch eine ganz andere Geschichte der Menschheit. Funde, die uns unvorstellbar erscheinen, verborgen vor der Öffentlichkeit, entdeckt in prähistorischen Höhlen, archäologischen Stätten und unter modernen Bauwerken. Sie erzählen uns von einer Menschheit vor dem Menschen und von alten Wesen, die vom Himmel herabstiegen. Artefakte, die uns ganz eindeutig zeigen, die Geschichte des Menschen, wie wir sie kennen, kann so einfach nicht stimmen. Es war noch jemand da, ganz unverkennbar, wenn wir denn nur gut genug hinschauen. Den ersten Hinweis auf eine ganz andere Geschichte des Menschen finden wir im alten Ägypten. Eine seltsame Statue, die Wesen abbildet, die es eigentlich nicht geben dürfte, versehen mit einer Schrift, die uns völlig unbekannt ist. Nur 20 Kilometer von Kairo entfernt befindet sich ein wirklich sehr besonderer Ort. Viel geheimnisvoller und sehr viel älter als das Gizeh-Plateau, Standort der großen Pyramiden. Dieser Ort ist Saqqara, die altägyptische Nekropole am westlichen Nilufer. Schon zu Beginn des Alten Reiches sollte Saqqara, wie kein anderer, die Mythologie der alten Hochkultur beherrschen. Mit Beginn der ersten Dynastie fanden die großen Pharaonen hier ihre letzte Ruhestätte, der große Friedhof der ersten Hauptstadt, Memphis, vor etwa 5000 Jahren, zumindest wenn wir nach der offiziellen Zeitrechnung gehen. Saqqara bietet uns aufgrund ihres Alters jedoch einen weitaus tieferen Blick in die Geschichte des Volks am Nil. Archäologische Funde, die uns wieder einmal zweifeln lassen, sowohl am Alter des ursprünglichen Reiches, als auch wie es wirklich entstanden ist. Unzählige Pyramiden, Stufenpyramiden, Schächte, Galerien und Tempel überziehen diesen heute sehr kargen Ort, in dem sich einst diese prachtvollen Bauten befanden. Und immer wieder entdecken wir dort Seltsames. Den Saqqara-Vogel, von dem Präastronautiker glauben, er sei die Darstellung eines modernen Flugzeugs. Oder die 120 unterirdischen Pyramiden, die der Ägyptologe Dr. Vasco Dobrev dort vermutet. Und den wohl unheimlichsten Fund, das Serapeum. Eine unter dem Wüstenboden versteckte 340 Meter lange Katakombe mit mehr als 30 Nischen. Diese wiederum enthalten 24 gigantische Steinsarkophage, 4 Meter lang, 2,5 Meter breit und 3,5 Meter hoch, 70 bis 80 Tonnen schwer, aus einem einzigen schwarzen Granitblock herausgearbeitet, fein säuberlich geglättet. Doch das Unmöglichste ist ihre Herkunft. Sie wurden aus dem 1000 Kilometer entfernten Aswan nach Saqqara geschafft. Wie das vollbracht wurde, bleibt auch den meisten heute noch ein Rätsel. Dabei dienten sie nicht einmal den Pharaonen als letzte Ruhestätte. Nach der heutigen Ägyptologie sollen dort die heiligen Apis-Stiere untergekommen sein. Seltsamerweise sei in diesen gigantischen Sarkophagen aber nie eines dieser Stiere gefunden worden, sagt zumindest Gründungsvater der Präastronautik Erich von Däniken. Das einzige, was man dort vorfand, war eine schwarze, stinkende, teerartige Masse, voll von zersplitterten Knochen, als haben die frühen Baumeister dafür sorgen wollen, dass sie nie wieder auferstehen, weder im Diesseits noch im Jenseits. Schon wirklich seltsam, dieser enorme Aufwand für kleingehackte Knochen. Von Däniken vermutet gar hinter diesen Apis-Stieren eine gentechnisch veränderte Spezies wilder Stiere, erschaffen von Außerirdischen. Saqqara ist also nicht nur viel älter und geheimnisvoller, sondern auch fest verwurzelt mit dem Glauben und der Mythologie der ersten alten Ägypter, jene Menschen, die der ersten Dynastie angehörten. Viel ursprünglicher, viel tiefer in der Geschichte verwurzelt, vor rund 5000 Jahren, mit dem Beginn des Jahres 3100 v. Chr.
Doch gab es noch etwas davor, vor der Errichtung Saqqaras? Und wenn ja, gibt es noch viel ältere Funde aus einer Zeit vor der ersten Dynastie? Funde, die noch viel absonderlicher sind, von jenen Wesenzeugen, die auch die Apis-Tiere erschufen. Man könnte nun denken, dass sich die ersten alten Ägypter an irgendeinem leeren Ort mitten in der Wüste niedergelassen haben, sesshaft geworden sind, nach und nach das errichtet haben, was wir als die erste Hauptstadt des alten Ägyptens kennen, Memphis. Dazu die riesige Nekropole, der große Friedhof Saqqara, Ruhestätte der ersten Pharaonen. Doch das kann nicht stimmen. Es muss schon zuvor etwas da gewesen sein. Eine Zivilisation vor der ersten Dynastie. Davon zeugt eine sehr seltsame Statue. Eine Skulptur, die Wesen zeigt, die viele Präastronautiker als Mischwesen oder gar Außerirdische bezeichnen. Das Verhungern von Saqqara. So lautet der Name dieser ungewöhnlichen Statue. Aus Kalkstein gefertigt, rund 67 cm hoch, ganze 80 Kilo schwer. Selbst heutige renommierte Ägyptologen vermuten bei ihr eine prädynastische Herkunft, also entstanden vor der Zeit der alten Ägypter, wie wir sie heute kennen. Die Statue zeigt zwei sitzende, nackte Wesen mit großen, länglichen Schädeln und dünnen Körpern. Auf der Rückseite einer der Figuren befinden sich seltsame Zeichen, eine Art Schrift, die bisher aber noch nicht identifiziert werden konnte. Kleinste Spuren eines dunklen Pigments deuten darauf hin, dass sie einst bemalt worden war. Gefunden wurde diese seltsame Statue vom Forscherehepaar Vincent und Olga Dianokopoulos mitten in Saqqara. Sie brachten sie dann in den 1950er Jahren nach Kanada. Dort befindet sie sich auch heute noch. Seit 1999 ist sie an der Concordia University in Montreal untergebracht. Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurde die seltsame Statue von etlichen internationalen Experten untersucht. Archäologen von der University of Cambridge, des British Museums, des Brooklyn Museums, des Israel Museums und des Royal Ontario Museums. Sie alle versuchten drei Dinge zu klären. Wer hat die Skulptur erschaffen? Wen oder was zeigt sie? Und was bedeutet diese seltsame Inschrift? Sie alle waren erfolglos. Das Verhungern von Saqqara bleibt bis heute ein völliges Rätsel. Nur eines konnten sie ausmachen. Die Zeichen auf ihr sind weder aramäisch, demotisch, ägyptisch, hebräisch noch syrisch. Nichts, was in die Zeit passt. Sie müssen einer viel älteren Schrift entstammen. Einer der Experten, der die Statue genauer untersuchte, ist Dr. Clarence Epstein, Direktor für Sonderprojekte und kulturelle Angelegenheiten an der Concordia University. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen, die sie aufgrund ihrer Unerklärbarkeit als Fälschung abtun, ist auch er überzeugt, es handelt sich hierbei tatsächlich um ein Kunstwerk aus der vordynastischen Zeit. Seiner Theorie nach stammt sie aus einer sehr frühen Grabstätte, lange bevor die ersten Pharaonen an die Macht kamen. Sie muss weitaus älter als 4000 Jahre sein. Alle Untersuchungen an ihr wiesen darauf hin. Ein sehr, sehr alter und damit sehr, sehr seltener Fund, wie er es beschreibt. Der Altertumsforscher Professor George Harrison stimmt ihm zu. Du täuscht nur Dinge vor, die wichtig sind. Sie fälschen eine Münze von Alexander dem Großen, weil er berühmt ist und jemand die Mystik verkaufen möchte. So etwas völlig Unbekanntes kann man aber nicht verkaufen, geschweige denn vortäuschen. Auch Robert Morcott von der Exeter University und Experte für ägyptische Kunst zeigt sich verblüfft. Er habe bisher nichts Vergleichbares gesehen. Aber auch die Forscher, die fest von ihrer Echtheit überzeugt sind, können das Verhungern von Saqqara nicht so richtig einordnen. Epstein selbst spekuliert, ob die ungewöhnliche Physiognomie auf eine nubische Verbindung hindeuten könne. Schließlich gäbe es angesichts der Geografie von Nubien und Ägypten eine klare Verbindung. Doch auch dies sei nicht ganz so deutlich. Die wohl unheimlichste Bezeichnung für diese beiden leidenden, mit länglichen Schädeln und dünnen Körpern versehenen Wesen, die Epstein für sie hat, ist das Bild der Eroberten. Kreaturen, die von einem uralten Herrscher versklavt wurden.
was natürlich ein wenig an die Erkenntnisse von Zachariah Sitchin erinnert und der uralten Geschichte um Sumer. Anhänger der Präastronautik gehen da sogar noch weiter. Es zeige wieder einmal das Bild, das auch Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende später bestehen bleiben sollte. Wesen mit verlängerten Schädeln, in der dynastischen Kultur Ägyptens, meist in hohen Positionen verankert. Pharaos, Priester oder Kriegsherren, Nachkommen derer, die in der sogenannten Turiner Königsliste beschrieben sind. Laut dieser gab es eine Zeit im alten Ägypten, bevor das Land von den Sterblichen regiert wurde, von Wesen, die vom Himmel kamen, Götter und Halbgötter. Sie lebten und regierten tausende von Jahren im alten Ägypten, also lange bevor der erste Mensch auf dem Thron des Pharaos Platz nahm. Nicht etwa ein Mythos, sondern ein realer Stammbaum. Diese Götter stehen ebenso wie die nachgewiesenen Pharaonen auf der Königsliste. Die Regierungszeiten werden auf dieser gar bis auf Monate und Tage festgehalten. Sie beinhaltet also auch jene Herrscher, die nur für sehr kurze Zeit an der Macht waren, die exakteste Auflistung, die man bisher finden konnte. Kurios, dass heutige Ägyptologen ab einem gewissen Zeitpunkt Unterschiede machen. Mit dem Beginn des ersten Pharaos Menes halten sie die Turiner Königsliste für echt. Alles, was aber davor geschrieben steht, halten sie für bloße Fantasie, als würden sie einfach nach Belieben einen Schnitt durch das zusammenhängende Dokument machen. Eigentlich völlig verrückt. Der Grund dafür sind wohl jene Wesen, die vor Menes aufgelistet werden. Denn Menes soll nur der erste menschliche Herrscher gewesen sein. Die Götter und Halbgötter vor ihm regierten für ganze 36.000 Jahre das Land am Nil. Re, Shu, Geb, Osiris, Set, Horus und viele mehr. Mit Regierungszeiten von bis zu 300 Jahren pro Herrscher. Wir haben also eine seltsame Statue, dessen Alter auf das vordynastische Zeitalter geschätzt wird. Und wir haben die Turiner Königsliste, die ebenfalls die Zeit vor dem ersten Zeitalter beschreibt. Beide Artefakte beschreiben und zeigen Wesen, die wir nicht auf den ersten Blick als menschlich beschreiben würden. Dazu die Vermutung, es handele sich hierbei um Wesen, die versklavt worden sind. Könnten wir hier also eine Darstellung von Hybriden sehen, erschaffen von den Göttern und Halbgöttern, die laut der Turiner Königsliste zu eben jenem Zeitpunkt geherrscht haben, als diese mysteriöse Skulptur namens Das Verhungern von Zakara entstanden ist, jene Wesen, die auch die Apis-Stiere erschufen? Genau werden wir es wohl erst wissen, wenn die Inschrift auf ihnen entschlüsselt wird. Waren die sogenannten Götter also schon weit vor der menschlichen Zivilisation auf der Erde? Ein Fund aus einer ganz anderen Region erzählt uns nicht von alten Außerirdischen, sondern von einer Zivilisation, die weit vor uns den Planeten bewohnte. 1969. Bauarbeiter stoßen in Oklahoma, USA auf ein seltsames Bauwerk. Eigentlich dürfte sich dort nichts befinden. Die städtischen Aufzeichnungen zeigen, dort hat es nie etwas gegeben. Keine alte Siedlung, keine antiken Bauten. Und doch ist da etwas. Eine eindeutig künstlich erschaffene Struktur. Ein Mosaik, das unter dem aufgebrochenen Boden zum Vorschein kommt. Nach späteren Analysen mehr als 200.000 Jahre alt. Entstanden zu einer Zeit, als der moderne Mensch noch gar nicht existierte. Es ist nur der Anfang einer gigantischen Auseinandersetzung in der Wissenschaftsgemeinde. Historiker, Archäologen und Geologen sind sich völlig uneinig. Schreibt dieser Zufallsfund die Menschheitsgeschichte völlig um? Müsste er eigentlich? Zu eindeutig sind diese Spuren einer vormenschlichen Zivilisation. Doch wie wir heute wissen, ist diese atemberaubende Entdeckung kaum bekannt. Die Geschichtsbücher wurden nicht umgeschrieben. Alles ist so, wie es uns seit Jahrhunderten vorgegeben wird. Wir, der Homo sapiens, der moderne Mensch, war das erste intelligente Wesen auf dem Planeten Erde. Die frühesten Funde werden auf 195.000 Jahre datiert. Zu dieser Zeit waren wir aber weit davon entfernt, das zu erschaffen, was dennoch aufgefunden worden ist. Warum ist dieser verbotene Fund also immer noch so geheim? Diese vorzeitliche Hinterlassenschaft wurde zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung noch öffentlich verbreitet. In etlichen Tageszeitungen fand diese Meldung ihren Platz.
In einem 1969 veröffentlichten Zeitungsbericht heißt es so auch: Die von den Arbeitern in Oklahoma vorgefundene Struktur ist etwa 200.000 Jahre alt. Ein hinzugerufener Archäologe habe dies bestätigen können. Er beschreibt den 200.000 Jahre alten Fund als massiver Mosaikboden mit seltsamen Stangenlöchern. Ganz eindeutig eine künstlich erschaffene Struktur. Doch das kann und darf nicht sein. Wer hätte so etwas erschaffen können, wenn es nicht der Mensch war? Oder stimmen etwa die jahrzehntelangen akribisch berechneten Zeitperioden nicht? Bald schon tauchten Fragen auf und etliche Wissenschaftler begannen eine ausufernde Debatte. Wie alt ist der Boden mit dem vermeintlichen Mosaik? Ist es menschengemacht oder etwa nur eine natürliche Formation? Fragen, die auch die Wissenschaft nicht beantworten konnte. Viele derer, die diese Hinterlassenschaft untersuchten, sind davon überzeugt: Dieser Boden ist das Produkt einer intelligenten Zivilisation. Er wurde künstlich angelegt. Zu präzise sei die Anordnung. Nichts, was Mutter Natur nur zufällig hätte erschaffen können. Die damaligen Erkenntnisse sind nur noch in den alten Zeitungsartikeln zu finden. Vorne mit dabei die örtliche Tageszeitung, The Oklahoman. In den Geschichtsbüchern hingegen fand diese Entdeckung nie Einzug. Die Berichterstattung aus jenem Jahr der Entdeckung ist jedoch einzigartig. Sie zeigt etwas Unerklärbares, einen eindeutigen Fund aus einer Zeit vor dem Menschen. Am 27. Juni 1969 machten Arbeiter, die in der Broadway-Erweiterung der 122. Straße zwischen Edmond und Oklahoma City ein Felsbrett schnitten, eine Entdeckung, die unter Experten viele Kontroversen hervorgerufen hat. Im Artikel des Oklahoman kommt auch Derbert Pay zu Wort, ein Geologe aus Oklahoma City, der den Fund vor Ort untersuchte. Ich bin mir sicher, dass dieses von jemand Intelligentes gemacht wurde. Die Steine sind in perfekten Sätzen paralleler Linien angeordnet, die sich kreuzen, um eine Rautenform zu bilden, die alle nach Osten zeigen. Wir haben Löcher für Pfosten gefunden, die zwei perfekte Stäbe beinhalten mussten. Die Oberseite des Steins ist sehr glatt. Wenn Sie einen von ihnen anheben, sehen Sie, dass er dann etwas uneben ist, was auf eine Abnutzung der Oberfläche hinweist. Menschen mussten eine sehr lange Zeit auf ihm gelaufen sein. Alles ist zu gut platziert, um eine einfache, natürliche Formation zu sein. Die Zeitung ergänzt, dass der Geologe zudem eine Art Schlamm oder Mörtel zwischen den Mosaikplatten ausmachen konnte. Ein weiteres Zeichen dafür, dass sie tatsächlich dort architektonisch hingelegt worden sind. Delbert Smith, ein anderer Geologe und Präsident der Oklahoma Seismography Company, bestätigt diese Annahme. Er informiert uns gar über die gesamten Ausmaße des Fundes. Auch er reiste zum Standort des archäologischen Fundes. Er untersuchte ihn und sammelte gar Proben ein. Die Formation, die etwa 0,9 Meter unter der Oberfläche entdeckt wurde, scheint mehrere tausend Quadratfuß zu bedecken. 1000 Fuß sind rund 300 Meter, es muss also gigantisch gewesen sein. In der Tulsa World, einer weiteren Tageszeitung, bestätigt Smith diesen Fund noch einmal deutlicher. Es wurde dort platziert, aber ich habe keine Ahnung von wem, da es so weit in der Vergangenheit zurückliegt. Und das ist auch das größte Rätsel des Fundes, die Altersfrage. Es gibt einige unterschiedliche Meinungen unter den beteiligten Geologen, aber die beste Schätzung, die wir haben, geht von einem Alter von 200.000 Jahren aus. Der The Oklahoman berichtet wenige Tage später von weiteren seltsamen Funden. Am 1. Juli 1969 erscheint ein Artikel über die Entdeckung weiterer Löcher, die durch die Gesteinsschichten gehen. Messungen ergaben, dass die Löcher genau 16,5 Fuß tief sind. Oder mit anderen Worten, sie waren genauso tief, wie sie voneinander entfernt lagen. Nichts, was nur zufällig hätte entstehen können. Zwei Tage später, am 3. Juli, setzte der The Oklahoman seine Berichterstattung fort. Archäologen entdeckten an der Stelle des Fundes einen alten Steinhammer. Das Geheimnis einer zwischen Oklahoma City und Edmond ausgegrabenen dolomitischen Kalksteinformation wurde am Mittwoch durch die Entdeckung eines Objekts an der Stelle verschärft, das einen Steinhammer ähnelt. Immer mehr Geologen, die ihre Aufmerksamkeit auf diese ungewöhnliche Formation richteten, waren ratlos, den Ursprung des Artefakts zu erklären.
John M. Ware, einer dieser Geologen, gab zu bedenken. Es kann einfach nicht auf dem Gebiet der Geologie erklärt werden. Wir brauchen einen Archäologen, um eine endgültige Meinung abzugeben. Doch im gleichen Atemzug machte er die Hoffnung auf eine Bestätigung durch die Archäologie zunichte. Sein Alter und seine Herkunft bleiben jedoch möglicherweise ein Rätsel, es sei denn, es kann bald ein Archäologe überzeugt werden, das Projekt zu übernehmen. Innerhalb von 20 Tagen werden Bauarbeiter ihre Arbeit fortsetzen, das Gebiet auszuheben, um mit dem Bau eines Lagerhauses für Lebensmittel zu beginnen. Durwood Pate, der erste Geologe vor Ort, machte in den Tagen danach eine weitere Entdeckung, die die Echtheit des Artefakts bestätigt. Ein weiterer faszinierender Punkt ist, dass die Formation Meeresablagerungen enthält, was darauf hindeutet, dass es sich einst im Ozean befand. Diese Erkenntnis stimmt mit der Annahme überein, dass es sich bei diesem Mosaik um eine sehr alte Struktur handeln muss, eine, die weit vor den Möglichkeiten des Menschen zu verorten ist. Die exakten Längen der Löcher, der Mörtel zwischen den Steinen, die Ablagerung auf den Platten. Wer mag noch daran zweifeln, dass dieses Artefakt künstlich erschaffen worden ist? Etwas, das auch der breiten Öffentlichkeit nicht verborgen geblieben ist. Wie die Geologen berichteten, strömten etliche Touristen zum Mosaik. Die Leute versammeln sich dort und nehmen Stücke des Felsens mit. Wir müssen es bewahren, bis etwas getan werden kann, um seinen Ursprung zu bestimmen. Damit endet die Berichterstattung der lokalen Medien. In den Tagen zuvor ist nichts mehr von diesem verbotenen Fund zu hören, als wäre dieser aus den Geschichtsbüchern getilgt worden. Über die Jahrzehnte hinweg kursierten Unmengen an Theorien. Von dem Eintreffen des Smithsonian-Institutes, das diesen Fund beschlagnahmte, oder einer Zerstörung durch die Regierung. Am wahrscheinlichsten ist es aber, dass die Besitzer des Grundstückes ihre Arbeit fortsetzten, diesen Fund für nichts Besonderes hielten und die Lagerhalle auf ihm errichteten. Es gibt einige andere merkwürdige Objekte, die ebenfalls in Oklahoma gefunden wurden, ganz in der Nähe des Mosaiks. Einer dieser Funde wurde bereits 1912 gemacht, in einer Mine in Wilburton. Der Bergarbeiter Frank J. Kennard entdeckte eine eiserne Schale, eingebettet in einem 300 Millionen Jahre alten Kohleklumpen. Als ich 1912 im städtischen Kraftwerk in Thomas, Oklahoma arbeitete, fand ich einen festen Kohleklumpen, der zu groß war, um ihn zu verwenden. Ich zerschmetterte ihn mit einem Vorschlaghammer. Aus diesem fiel ein eiserner Topf. Sein Abdruck war gut in dem Stück Kohle zu sehen. Der Vorarbeiter Jim Stahl war Zeuge des Geschehens. Er sah, wie Kennard auf die Kohle schlug und der Topf herausfiel. Er habe die Quelle der Kohle verfolgt und festgestellt, dass sie tatsächlich aus der Mine in Oklahoma stammt. Diese dort abgebaute Kohle wird auf etwa 300 Millionen Jahre geschätzt. Wenn es sie gab, eine Menschheit vor der Menschheit, dann müssen wir auch weitere Spuren von ihnen finden. Zeichen, die sich über den gesamten Planeten erstrecken, längst vergessenes Wissen, tief begraben oder versteckt in einer uralten Höhle, mitten im Dschungel Ecuadors. Es ist die Geschichte einer jahrzehntelang andauernden Suche, tief im Dschungel Ecuadors. Eine geheimnisvolle Höhle, an dessen Ende eine unterirdische Pyramide stehen soll. Goldene Tafeln mit einer unbekannten Schrift zeugten davon. Dutzende haben bisher versucht, ihnen ihre Geheimnisse zu entlocken, begaben sich tief in den Urwald hinein, tief unter die Erdoberfläche, kilometerweit in eine prähistorische Höhle hinein, die künstlich erschaffen worden sein soll, darunter auch der erste Mann auf dem Mond, Neil Armstrong. Doch es ist bei weitem nicht die Geschichte des Weltraumpioniers. Sie beginnt mit dem katholischen Geistlichen Pater Carlo Crespi, führt hin bis zu Erich von Däniken und endet vorläufig mit dem Mann, der nur wenige Jahre zuvor noch auf dem Mond spazieren ging. Einer der faszinierendsten Berichte, die jemals erzählt wurden. Eine Geschichte um eine mysteriöse Zivilisation, antiken Artefakten aus Gold, den Symbolen einer unbekannten Sprache, einer Zivilisation vor der Flut und einem außerirdischen Kontakt.
Pater Carlo Crespi. Er wurde 1891 in Mailand geboren, starb fast ein Jahrhundert später, im Jahr 1982. Er war mehr als 50 Jahre lang als salesianischer Missionar tätig, in der kleinen Stadt Chuenza in Ecuador. Crespi widmete sein Leben der Anbetung des christlichen Gottes und der Nächstenliebe. Praktisch umgesetzt war es die Arbeit als Erzieher, Botaniker, Anthropologe, Musiker und großer Humanist. Er wollte die Welt zu einem besseren Ort machen, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und so führte es ihn im Jahr 1927 auch nach Ecuador, genauer gesagt in den Dschungel am Amazonas. Natürlich war er dort als Missionar tätig, wollte dem dort lebenden Naturvolk den christlichen Glauben näher bringen, um es einmal nett auszudrücken. Doch er wollte auch helfen, insbesondere den Mitgliedern des sogenannten Jibaro-Stammes. Er lebte eine lange Zeit unter ihnen und im Laufe der Monate und Jahre betrachteten ihn die Einwohner als wahren Freund, fast schon als Mitglied ihres Stammes. Schließlich half er ihnen in vielen Belangen ihres alltäglichen Lebens, von der Hygiene bis hin zum Ackerbau. Den Wert des Paters betrachteten die Jibaros als so hoch, dass sie dem Geistlichen danken wollten, mit einem sehr besonderen Geschenk, ein archäologisches Artefakt, als Zeichen ihrer Dankbarkeit. Eine Reihe von goldenen Tafeln aus einer ihnen unbekannten Ära, einst von ihren Vorfahren tief in eine Höhle gebracht, in die Cueva de los Tayos. Heute ist das unterirdische System gut bekannt, wenn auch zum größten Teil unerforscht. Die Höhle befindet sich in der Amazonasregion, genauer gesagt in einer Gegend, die als Morano Santiago bekannt ist. Sie liegt dabei rund 800 Meter über dem Meeresspiegel und führt tief unter den ecuadorianischen Boden. Los Tayos wurde sie genannt, da in ihren Tiefen eine Spezies von fast blinden Vögeln lebt. Doch dies ist weitaus nicht das Mysteriöseste, was die Cueva de los Tayos tief in ihrem Inneren beherbergt. Es sind eben jene alten Artefakte, die keiner dort lebenden Zivilisation zugeordnet werden können, weder einer heutigen noch einer aus der fernen Vergangenheit. Und doch zeugen jene antiken Hinterlassenschaften von ihrer Existenz. Viele der geborgenen Artefakte waren aus purem Gold, auf ihnen etwas, das Hieroglyphen ähnele, in einer unbekannten Sprache. Die in das Metall geschnitzte Zeichen konnten auch bis heute nicht entziffert werden. Pater Crespi selbst will die archaischen Hieroglyphen einer ganz bestimmten Kultur zugeordnet haben. Es seien die Zeichen einer Muttersprache von einer Menschheit, die vor der Flut lebte. Nicht die von den Menschen zu Noahs Zeiten, sondern einer Kultur, von der schon im alten Mesopotamien berichtet wurde. Die Schriftzeichen ähnelten sich dabei ungemein. Er nahm diese Artefakte gar als Beweis dafür, dass es eine Verbindung zwischen den Kulturen gegeben haben muss, zwischen den Vorfahren der Jibaros und denen auf der anderen Seite des Planeten, den Sumerern, Babyloniern, Assyrern oder der akkadischen Zivilisation. Im Laufe der Jahre übergab man Crespi immer weitere dieser Artefakte. Im Jahr 1960 war die Sammlung so zahlreich geworden, dass er den Vatikan kontaktierte. Er bat um die Genehmigung, ein Museum in der Salesianischen Mission von Chuenza zu gründen, die antiken Funde dort auszustellen. Dieses Vorhaben wurde ihm dann auch gestattet. Das Ausstellungsgebäude wuchs schließlich zum größten Museum an, das je in Ecuador geschaffen wurde. Altertumsforscher aus aller Welt besuchten es, wollten diese einzigartigen Funde mit ihren eigenen Augen sehen. Im Jahr 1962 dann, nur zwei Jahre nach der Bitte um den Bau, wurde es durch einen mysteriösen Brand völlig zerstört. Jahrtausende alte Kulturgeschichte war von jetzt auf gleich ausgelöscht worden. Doch Pater Crespi schaffte es, einige dieser Artefakte vor dem Feuer zu retten. Es heißt, er habe sie an einem geheim gehaltenen Ort versteckt. Dort wolle er sie weiter erforschen. Crespi selbst war sein Leben lang davon überzeugt, dass die goldenen Artefakte zweifellos beweisen. Es gab einen Kontakt zwischen den Zivilisationen im Nahen Osten, die vor der Sintflut existierten, und denen der Bevölkerung am Amazonas. Andere Forscher gingen da sogar noch weiter.
diese vorsintflutliche Zivilisation sei eine weit fortschrittliche Hochkultur gewesen. Sie hätten Technologien besessen, die ihrer Zeit weit voraus waren. Der Beweis dafür sei der Fundort der Artefakte, die Cueva de los Tayos. Die Höhle sei künstlich erschaffen worden, perfekt aus dem tiefliegenden Stein herausgearbeitet, perfekte Linien und Ausrichtungen, in der heutigen Zeit nur mit riesigen Maschinen und Kränen zu bewerkstelligen. Nur eine der wenigen Höhlen, die zu einem ganzen Tunnelsystem gehören würden. Einige lateinamerikanische Legenden sprechen gar darüber, dass diese Hochkultur dort immer noch lebt, weit unterhalb der Erdoberfläche. Dass diese Legende kein Mythos sei, will Erich von Däniken herausgefunden haben. Jahre nach dem Bekanntwerden durch Pater Crespi machte auch er sich auf die Suche und wurde fündig. Von Däniken berichtet von dem Forscher Juan Moriz. Dieser habe im Jahr 1969 die Cueva de los Tayos erkundet und er will viel mehr entdeckt haben als die Tafeln von Pater Crespi. Moriz selbst sei dabei nicht von den Jibaros, sondern von den Shua zum Eingang der Höhle gebracht worden. Und auch er war davon überzeugt, dass eine verlorene Zivilisation in den Höhlen gelebt hatte. Ein Netz von unterirdischen Tunneln mit mehreren versteckten Eingängen, die sich über ganz Lateinamerika erstreckten, den gesamten Kontinent miteinander verbinden. Moriz beschrieb seine Entdeckung tief in der Höhle als einen wahren Schatz aus Gold, Silber und Bronzegegenständen, Scheiben, Platten und einige Helme, darunter sehr ungewöhnliche Skulpturen. Doch der größte aller Schätze war eine metallische Bibliothek aus massiven Goldblechen mit Hieroglypheninschriften, darunter mehrere mit Edelsteinen und Blattgold besetzte Steinblöcke mit einer Größe von 1 bis 1,5 Metern Länge, mit einem Durchmesser von 25 bis 50 Zentimetern, einige Millimeter dick. Auf diesen Stücken fand er ungewöhnliche Symbole vor, eingraviert in das harte Metall. Moriz selbst glaubt, dass sie von einer verlorenen Hochkultur erschaffen wurde, mit der Hilfe einer außerirdischen Zivilisation. Und so zeugt auch ein altes Dokument von dem Fund durch Juan Moriz. In der östlichen Region Provinz Morona Santiago innerhalb der Grenzen der Republik Ecuador entdeckte ich wertvolle Gegenstände von großem kulturellem und historischem Wert für die Menschheit. Es enthält wahrscheinlich eine Zusammenfassung der Geschichte einer untergegangenen Zivilisation, von der wir bis zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung hatten. Die Objekte bestehen hauptsächlich aus Metallblättern, in die ideografische Zeichen und Schriften eingraviert sind. Eine wahre Metallbibliothek, die die chronologische Darstellung der Menschheitsgeschichte enthält. Solche Objekte sind in den verschiedensten Höhlen verstreut und von unterschiedlicher Natur. Im Jahr 1972 sollten von Däniken und Moriz sich auch persönlich begegnen. Sie betraten gemeinsam die Cueva de los Tayos und wollen einen Zugang zu einem großen Labyrinth entdeckt haben. Von Däniken beschreibt es so: Alle Gänge bilden perfekte rechte Winkel. Mal sind sie schmal, mal breit. Die Wände sind glatt und wirken sehr oft poliert. Die Decken sind flach und scheinen manchmal mit einer Art Emaille bedeckt zu sein. Meine Zweifel an der Existenz der unterirdischen Tunnel verschwanden wie von Zauberhand und ich fühlte mich sehr glücklich. Moriz sagte, dass Passagen wie diese hier sich über hunderte von Kilometern unter der Erde von Ecuador und Peru ausdehnen würden. Von Dänikens Worte und sein Buch dazu sorgten für so einigen Wirbel. Und so organisierte der Forscher Stan Hall im Jahre 1976 eine Expedition zur Cueva de los Tayos. Mit dabei niemand Geringeres als der erste Mann auf dem Mond, Astronaut Neil Armstrong. Es war einer der größten und teuersten Höhlenerkundungen, die je unternommen wurden. Die Expedition umfasste mehr als 100 Personen, darunter Experten auf den verschiedensten Gebieten. Auch britisches und ecuadorianisches Militärpersonal waren anwesend. Neil Armstrong war einer der ersten, die die Höhle betrat. Er stieg bis auf 70 Meter Tiefe in sie hinab.
Zusammen mit den anderen Entdeckern war er von der Idee begeistert, man könne dort die Überreste einer alten und unbekannten Kultur entdecken, vielleicht sogar die Artefakte einer außerirdischen Zivilisation. Damals berichtete Armstrong, dass sein Aufenthalt in der Höhle weitaus bedeutender war als seine Reise zum Mond. Das Team rund um 8 erfahrene britische Höhlenforscher führten genaue Messungen durch, konnten dadurch eine detaillierte Karte erstellen. Es wurden einige Gegenstände von zoologischem, botanischem und archäologischem Interesse gefunden. Der Filmemacher Miguel Garçon, einer der Expeditionsteilnehmer, beschreibt es uns so: Ich sage gerne, dass alle Menschen tief im Inneren diese beiden Versionen haben, die mythische und die wissenschaftliche. Es war sehr beeindruckend, diese Kraft dort zu spüren. Und für diejenigen, die keine Experten sind, wir sehen hier künstlich erschaffene Galerien und wir können uns einfach nicht erklären, wie diese hätten entstehen können. Am Fuße der Cueva de los Tayos fanden die Höhlenforscher noch weitere seltsame Dinge, darunter einen Brunnen, dessen Weg zu einer überfluteten Höhle führt. Um ihn aber zu betreten, muss man in etwa 5 Meter hinabtauchen. Dies ginge aber nur während der Trockenzeit, zu der regnerischen Zeit der Expedition unmöglich. Stan Hall, der Initiator der Erkundung, sprach mit einem ecuadorianischen Einwohner namens Patronio Jaramillo. Dieser will bereits im Jahr 1946 diesen Brunnen durchquert haben. Als er erst 17 Jahre alt war, begab er sich mit seinem Onkel dorthin. Einmal durch diesen Unterwassertunnel hinabgetaucht, gelangten sie an einen sehr seltsamen Ort. Jaramillo sagte, er habe eine Bibliothek gesehen, die aus tausenden großer Metallbücher bestand, fein säuberlich in steinernen Regalen gestapelt. Ein jedes Buch hatte ein Gewicht von etwa 20 Kilogramm. Jede Seite besaß Ideogramme, geometrische Zeichnungen und Inschriften einer unbekannten Sprache. Zudem habe es noch eine zweite Bibliothek gegeben, diese aber war weitaus kleiner. Doch die Bücher in ihr unterschieden sich, sie seien durchscheinend wie Glas gewesen. Auch gab es Statuen von Menschen und Tieren, versiegelte Türen mit Edelstein und ein Sarkophag, in ihm ein Skelett aus purem Gold. Jaramillos Behauptungen konnten allerdings nie nachgewiesen werden. Pater Caspi hingegen berichtet von seiner ganz eigenen Expedition. Ihm zufolge hatte die Höhle keinen Boden und die Artefakte, die die Jibaros ihm übergaben, stammten aus einer großen Pyramide, die in einer der Kammern der Höhle versteckt war. Aus Angst vor Plünderungen und Verwüstungen bat Pater Caspi alle umliegenden Stämme, den wahren Standort geheim zu halten. Die Pyramide sollte niemals entdeckt werden. War da also noch jemand? Eine Menschheit vor dem Menschen? Eine außerirdische Zivilisation, die uns in ferner Vergangenheit besucht hat? Einen weiteren Hinweis liefert uns die Suche nach einer der bekanntesten historischen Figuren. Doch wer war sie wirklich? 6. Dezember 1912. Nikolaus. Während sich in Deutschland auf das nahekommende Weihnachtsfest vorbereitet wird, Schneewehen durch die Städte ziehen, befindet sich ein Team aus Archäologen mitten in Ägypten. Wüstensand, soweit das Auge reicht, Hitze, Trockenheit und Staub. Mittendrin Ludwig Borchardt, ein deutscher Ägyptologe. Er will den Geheimnissen einer verlorenen Stadt in Amarna auf die Spur kommen. Vor Jahrtausenden trug sie noch einen anderen Namen, Achet-Aton, Horizont des Aton. 80 uralte Bauten waren in den vergangenen Monaten freigelegt worden, etliche Schätze noch unberührt. Borchardt führt seinen Weg in eine ganz bestimmte dieser Ruinen, in die Werkstatt eines Bildhauers. Er soll für den Pharao gearbeitet haben, im Jahre 1300 vor Christus. Er geht davon aus, dass es dort die meisten Artefakte geben müsse, vollendete und unvollendete. Borchardt sollte recht behalten, 18 Tage vor Weihnachten macht er der ganzen Welt ein Geschenk.
Eine lebensgroße Büste einer unbekannten Königin. Der bekannteste Kunstschatz des alten Ägypten. Ein Meisterwerk der Bildhauerkunst, angefertigt in der Amarna-Zeit, während der Regierungszeit des Pharao Echnaton, zwischen 1353 und 1336 vor Christus, in der 18. Dynastie des Neuen Reiches. Heute kennen wir das einzigartige Relikt als den Kopf der Nofretete. Zum Zeitpunkt ihres Fundes war die einstige Königin eine Unbekannte. Bis zum Zeitpunkt des Fundes ihrer Büste hatte zuvor noch niemand von ihr gehört. Wer war sie? Wann hat sie gelebt? Welchen Titel trug sie? Fragen über Fragen. Borchardt wollte diesem Abbild und der Frau dahinter weiter nachgehen. Er und sein Team graben sich weiter in den Wüstensand ein. Immer mehr Funde werden gemacht, Inschriften und Malereien. Sie zeigen Nofretete zusammen mit ihrem Mann Echnaton, dem Herrscher und Erbauer von Achet-Aton, der verlorenen Stadt, an dem die Forscher Nofretetes Büste auffinden sollten. Das Wissen um jene sagenumwobene Königin basiert heute auf eben jene Funde, eine schwammige Herleitung ihrer Geschichte. Ihre Überreste wurden nie gefunden. Kein Sarkophag, kein Tempel, keine Grabstätte. Kein Wunder, dass sich etliche Mythen um ihre Existenz ranken, Legenden, die ihr eine ganz andere Herkunft zuschreiben, aber auch wissenschaftliche Erkenntnisse, die zeigen, Nofretete und ihr Mann Echnaton waren nicht wie die anderen alten Ägypter. Weder ihr Handeln noch ihr Aussehen passt zu dem, was die frühen Menschen auszeichneten. Ein Geheimnis, das schon sehr bald gelüftet werden könnte. Denn ihre letzte Ruhestätte soll nun entdeckt worden sein, vom ehemaligen Generalsekretär der ägyptischen Altertumsbehörde. Wer war Nofretete? Welche Eigenschaften deuten auf eine ganz andere Herkunft hin als eine irdische? War sie das, was die Ägypter als Gott bezeichneten? Ein Wesen, das vom Himmel herabstieg? Und zeigen uns die neuesten Entdeckungen ihre Überreste? Etwas, das nicht menschlich wirkt? Oder verließ sie gar etwa den Planeten, so dass wir sie überhaupt nicht finden können? Zumindest nicht hier auf der Erde. Nofretete und Echnaton. Sie regierten das Ägyptische Reich zwischen 1353 und 1336 vor Christus. Der fremde Pharao, wie Echnaton genannt wurde, löste mit seiner Königin eine religiöse Revolution aus. Ein ideologischer Wandel großen Ausmaßes. Anstatt den über 2000 ägyptischen Göttern zu huldigen, die jahrhundertealte Geschichte des Landes zu ehren, ernannten sie nur einen als Gott. Nur er sollte existieren. Kein Wesen neben ihm könne Bestand haben. Aton, der Sonnengott. Er, der Pharao, sollte ihn auf der Erde verkörpern. Der einzige Kontakt zwischen diesem göttlichen Wesen und dem Menschen solle nur zwischen ihm und seiner Frau Nofretete bestehen. Auch wolle er nicht mehr mit seinem Geburtsnamen Amenhotep das Reich regieren. Fortan sei er Echnaton, den Gott in seinen Namen tragend. Dabei war Aton selbst kein neuer Gott. Das Wesen, das die Sonne beherrschte, trug schon etliche Namen. Einst war es Horus, der die Himmelsscheibe verkörperte, dann Ra. Zu Echnatons Geburt war es Amun, der als oberster Gott alle anderen Götter befehligte. Ein Wesen mit vielen Namen, der sich im Laufe der Zeit anscheinend nur abänderte. Seine Eigenschaften blieben aber gleich. So soll Aton die Gedanken der Menschen gesehen haben können. Eine Eigenschaft, die wir heute als Telepathie kennen. Eine Fähigkeit, von der auch Entführte zu berichten wissen. Jene Menschen, die davon überzeugt sind, von Außerirdischen entführt worden zu sein. Mit seinen sonnenhellen Strahlen, wie es heißt, schuf er Dinge aus dem Nichts heraus, so auch den lebensspendenden Nil. Zudem war er der Beschützer seiner Schöpfung, ein Wesen, das den Menschen erschuf. Präastronautiker vermuten gar, dass die Sonnenscheibe nicht nur die Verkörperung unseres Heimatsterns darstellt, sondern ein Gefährt, ein großes Mutterschiff. Die altägyptischen Sonnenbarken, mit denen die Götter zur Erde fuhren, seien lediglich kleinere Raumschiffe. Nofretete und Echnaton hatten eine einzigartige Beziehung zu dieser Sonnenscheibe. Das veranschaulichen die ägyptischen Hieroglyphen und Bilder dieser Zeit. Statt die Sonne nur auf den aktuellen Pharao scheinen zu lassen, wurden Nofretete und Echnaton gleichermaßen von ihr berührt.
überlebensgroß im Vergleich zu ihren Kindern. Viel kleinere Wesen, die ebenfalls wie sie mit länglichen Schädeln versehen sind. Eine Vielzahl dieser Texte berichten gar davon, dass das Königspaar für einige Zeit die Erde verlassen hat. Eine Reise zu den Sternen, ein Besuch zu einem Ort, von wo aus Aton die Geschicke der Menschen lenkte. Weitere Schriften erzählen von ihrer Rückkehr. Kein Wunder also, dass man Nofretete und ihren Mann immer wieder mit Außerirdischen in Zusammenhang bringt. Hatten die beiden Regenten einen Kontakt zu den Göttern, jene, die mit ihrer Sonnenscheibe um die Erde kreisten? Waren sie gar ein Teil dieser himmlischen Wesen? Gar keine Menschen, sondern Außerirdische, zumindest teilweise. Es gibt viele seltsame Eigenschaften, die das Königspaar als nicht menschlich erscheinen lassen. So gibt es keinerlei Aufzeichnungen über die Geburt Nofretetes. Sie scheint aus dem Nichts aufgetaucht zu sein. Auch die Eltern der Königin scheinen nie existiert zu haben. Das Aussehen von Nofretete und Echnaton war einzigartig. Spezifische Merkmale, die zu dieser Zeit kein anderer Mensch besaß. Große Hüften und hervorstehende Bäuche, sehr dünne Gesichter, längliche Gesichtszüge. Doch vor allem die länglichen, kegelartigen Schädel bescherten den beiden ihr einzigartiges Aussehen. Diese Art der Langschädel, die wir normalerweise nur von indigenen Völkern kennen, sind weder vor noch nach ihrer Herrschaft wieder aufgetaucht. Ihr Sohn, der spätere König Tutanchamun, besaß schon einen viel kleineren Schädel. Ufologen und Präastronautiker vermuten daher eine viel engere Verbindung zu den sogenannten Göttern. Sie seien Hybride, eine Mischung aus menschlicher und außerirdischer DNA. Eine Vermutung, die sich längst bestätigt haben könnte. Die Überreste Echnatons wurden schon Anfang des 20. Jahrhunderts gefunden. Heute sind wir auch in der Lage, seine Herkunft mittels DNA-Analysen zu bestimmen. Was man fand, erstaunte Mediziner und Archäologen gleichermaßen. Eine ungewöhnliche Prävalenz des CXPAC5-Gens. Irgendetwas hatte seinen Genpool manipuliert, ließ seinen Kortex weiter anwachsen, seine Hirnrinde. Die Folge war ein wesentlich größerer Kopf, als ihn ein Mensch haben dürfte. Auch Nofretetes Schädel wirkt auf den Darstellungen ungewöhnlich groß. Kann es also Zufall sein, dass das Ehepaar die gleichen Eigenschaften aufwies? Eine Legende könnte darauf hindeuten, warum wir ihr Grab bisher noch nicht gefunden haben und nie finden werden. Nachdem ihr Sohn, König Tutanchamun, im Alter von nur 19 Jahren verstarb, sei sie auf ihren Heimatplaneten zurückgekehrt. Eine Legende, die der ehemalige Leiter der ägyptischen Altertumsbehörde Lügen strafen will. Er, Professor Zahi Hawass, habe sie gefunden, die Überreste der mythischen Königin Nofretete. KV21 und KV35, es sind die Namen zweier Gräber im Tal der Könige, im damaligen Theben und heutigen Luxor. Zahi Hawass entdeckte in ihnen zwei Mumien. Nach ersten Untersuchungen ist er sich sicher. Diese zwei Ruhestätten beinhalten eine Weltsensation. In ihnen liegen die Überreste von Nofretete, als auch Ankhsenamun, Tutanchamuns Halbschwester und spätere Frau. Im Oktober können wir die Entdeckung der Mumie von Ankhsenamun, Tutanchamuns Frau, und ihrer Mutter Nofretete bekannt geben. Ich bin mir sicher, dass ich sagen werden kann, welche der beiden namenlosen Mumien Nofretete sein könnte. Hawass sagt, dass sobald die DNA-Analyse der Mumie abgeschlossen ist, sie als Nofretete identifiziert wurde, ägyptische Wissenschaftler einen CT-Scan des Kopfes durchführen werden. Sie sollen dann das vollständigste und genaueste Bild der mythischen Königin enthüllen. Nofretete soll schon etliche Male gefunden worden sein, zwischen unidentifizierten Mumien und hinter der Mauer des Grabes Tutanchamuns, ihrem Sohn. Es stellte sich immer wieder als Fehldeutung heraus. Nofretetes Überreste scheinen auf mysteriöse Weise verschollen, der großen Königin von Ägypten, mit dem direkten Kontakt zu dem einzigen Gott der Menschen, dem Wesen, dessen Eigenschaften und Merkmale sie auf der Erde verkörperte, wie eine Tochter, die plötzlich auf der Erde auftauchte.
Und vielleicht stimmen die Legenden ja dann doch. Und wir werden ihre Überreste nie finden können. Eine Rückkehr zu ihrem Erschaffer, irgendwo zwischen den Sternen. Ob Außerirdische oder eine andere Zivilisation, die weit vor dem Menschen auf der Erde lebte, die Zeit scheint einen unsichtbaren Schleier über unsere Geschichte zu legen. Nur wenige tausend Jahre, die wir zurückschauen können. Und doch finden wir sie dort. An einem Ort, der den Beginn der menschlichen Zivilisation darstellen könnte. Göbekli Tepe, der bauchige Hügel. Das türkische Stonehenge, wie es gerne genannt wird, ist die älteste jemals entdeckte megalithische Stätte. Sie befindet sich rund 15 Kilometer nordöstlich der Stadt Urfa in Südostanatolien. Die Anlage selbst misst 300 Meter in ihrem Durchmesser, erreicht eine Höhe von 15 Metern. Ein gigantischer Bau. Und sie ist alt, sehr alt. Selbst Stonehenge, das als Meisterwerk der Steinzeit gilt, ist rund 6000 Jahre jünger. Göbekli Tepes Alter wird auf 11 bis 11.500 Jahre datiert, zu einer Zeit, als der Mensch noch als Jäger und Sammler unterwegs war, in der Altsteinzeit. Doch das will so überhaupt nicht zu unserer Geschichtsschreibung passen. Diese lehrt uns, dass solche Anlagen erst erbaut worden sind, als der Mensch sesshaft wurde, gerade anfing, Felder und Acker zu bewirtschaften. Doch diese Anomalie ist bei weitem nicht das Sonderbarste an Göbekli Tepe. Archäologen der Cambridge University entdeckten noch viel Erstaunlicheres. Perfekte geometrische Strukturen, eine Mathematik, die der frühe Mensch noch nicht gehabt haben dürfte. Breite, ringförmige Strukturen, die größte von ihnen mit einem Durchmesser von 20 Metern, stehend auf bis zu 5,5 Meter hohen Steinpfeilern, 20 Tonnen schwer. Bisher ging man davon aus, dass sie planlos nach und nach errichtet worden sind, im Laufe der Jahrhunderte immer wieder ergänzt wurden. Doch die Wissenschaftler der Cambridge University konnten das Gegenteil beweisen, mithilfe eines neu entwickelten Computeralgorithmus. Sie fanden Beweise, die sich die heutige Archäologie nicht erklären kann, architektonische Entwurfsprozesse. Drei der monumentalen Kreisstrukturen Göbekli Tepes weisen zusammenhängende geometrische Muster auf, Gesetzmäßigkeiten und Ausrichtungen, die nur eines bedeuten können. Der Bau der Anlage war im Vorhinein geplant worden. Die Zentren der drei großen Kreise bilden gar ein perfektes gleichseitiges Dreieck. Göbekli Tepe wurde demnach also nicht nur über die Jahrtausende immer wieder ergänzt, sondern von Anfang an mit Hilfe eines Entwurfs geplant. Komplexe architektonische Verfahren unter Verwendung von Geometrie und Planungsskizzen vor 11.500 Jahren, zu einer Zeit, als sich der Mensch noch in Höhlen verkroch. Gar die große Pyramide in Gizeh wird von heutigen Archäologen erst 7.000 Jahre später verortet, 4.500 Jahre alt. Ein Alter, das nicht wenige für falsch halten. Doch der Bau der ägyptischen Denkmäler passe ganz gut zu der Entwicklungsstufe des Menschen. Zu dieser Zeit wäre es ihnen durchaus möglich gewesen. Architektonische Planungen, organisierte Strukturen, Technologien, um die schweren Granit- und Kalksteinblöcke anzuheben, sie auf das Gizeh-Plateau zu hieven. Wie die alten Ägypter sie zu einer Pyramide auftürmten, dies bleibt bisher ein Rätsel. Nur eines soll klar sein, keine tausend Jahre früher wäre es dem Menschen möglich gewesen, diese gigantischen Pyramiden zu errichten, die tonnenschweren Blöcke zu bewegen. Und doch steht sie da, die prähistorische Anlage namens Göbekli Tepe, mit ihren 20 Tonnen schweren Steinen, gezielt an Ort und Stelle gebracht, 7000 Jahre vor dem vermuteten Bau der Gizeh-Pyramiden. Und so sind nicht wenige überzeugt, dass jene frühe Menschen Hilfe hatten. Von außerhalb. Eine fremde Zivilisation. Weitaus intelligenter, als wir es heute sind. Nur außerirdische Wesen hätten zu dieser Zeit der Menschheitsgeschichte das Wissen haben können, um Göbekli Tepe errichten zu können.
Wesen, die von den altsteinzeitlichen Menschen abgebildet wurden, in den harten Stein gemeißelt. Und so zeigt auch das früheste Kunstwerk der Menschheitsgeschichte eine humanoide Gestalt, die nach allem anderen aussieht, nur nicht nach einem Menschen. Was zeigt diese seltsame Schnitzerei, die nun nahe der prähistorischen Stätte entdeckt wurde? Stellten die frühen Menschen jene Wesen dar, die ihnen das Wissen brachten, um die architektonische Meisterleistung zu vollbringen? Außerirdische Wesen? Schon Mitte des Jahres sorgte der Bürgermeister der Stadt Urfa für Aufsehen. Jener Ort, in dem auch Göbekli Tepe steht. Senel Abedin Beyazgül spricht das aus, was Präastronautiker schon lange vermuten. Die antike Tempelanlage wurde mit Hilfe von Außerirdischen errichtet. Insbesondere eine ungewöhnliche Skulptur ließe seine Vermutung zur Gewissheit werden. Zwar nicht so ungewöhnlich wie das, was nun gefunden wurde, dennoch einzigartig. Die von Beyazgül genannte Statue zeigt einen stilisierten Mann. Sie soll einen Gottvater darstellen. Aufgefunden wurde sie ganz in der Nähe der Anlage. Einige Historiker glauben gar, dass sie einst im Zentrum von Göbekli Tepe stand. Die Statue von Göbekli Tepe stellt etwas anderes als eine Person dar. Es scheint von irgendwo dort draußen gekommen zu sein. Es erinnert mich an einen Außerirdischen. Das türkische Stadtoberhaupt macht aber auf noch mehr aufmerksam, auf die seltsamen Muster auf den uralten Steinen. Manche Darstellungen erinnerten ihn an moderne Taschen, andere wiederum an V-förmige Ausschnitte eines T-Shirts. Jäger-Sammlergemeinschaften jagten die Tiere und nutzten ihr Fell als Kleidung. Wenn wir uns jedoch einen Monolithen ansehen, sehen wir drei in den Stein gehauenen Taschen, die in ihrer Form denen ähneln, die in der modernen Welt verwendet werden. Was mit diesen Taschen gemacht wurde und für welchen Zweck sie verwendet wurden, bleibt rätselhaft. Wir können ein Bild derselben Tasche zehntausende von Kilometern entfernt finden. Die Menschen dieser Zeit trugen Felle, aber hier sehen wir V-förmige Motive auf dem Körper. Wenn diese Tempelbauer Felle trugen, wer ist dann auf der Statue abgebildet? Sind Beyazgüls Muster noch als optische Täuschung abzutun, geschuldet der Pareidolie? In Dingen Muster zu sehen, die uns vertraut sind, zeigt die neueste Entdeckung etwas, das sich nicht mehr so leicht erklären ließe. Saiburg, ganz nahe der Tempelanlage. Türkische Archäologen entdeckten nun eine alte Ruine. Ihr Alter und ihre Bauweise konnten sie schnell verorten. Sie gehört zu den weit verteilten Strukturen Göbekli Tepes. Ein unter einem Haus begrabener Raum, freigelegt von den türkischen Archäologen, 11 Meter in seinem Durchmesser. In ihm ein gigantisches Relief, 3,7 Meter lang. Auf der Steinfläche sind 5 Figuren abgebildet. Ein Auerochse, demgegenüber ein Mann, der in einer Art Hocke zu sehen ist. 2 Raubtiere, vermutlich Leoparden. Und ein Mann, der nach allem anderen aussieht, nur nicht nach einem Menschen. Das Besondere an dieser Darstellung ist, dass sie narrativ sein soll, eine erzählende Geschichte. Damit wäre sie die erste jemals entdeckte ihrer Art. Höhlenmalereien und Strichzeichnungen vor der Zeit Göbekli Tepes stellen stets nur einzelne Szenen dar, aber keine Erzählung. Das Hauptaugenmerk einiger Präastronautiker fällt aber auf eben jene Darstellung, die in den Stein geritzt ist. Sie sind überzeugt, dieser seine Männlichkeit zur Schau stellende Mann ist kein Mann. Kein Mensch, wie wir es sind. Die Proportionen stimmen einfach nicht. Zwar entsprechen die beiden Raubtiere neben ihm auch nicht dem getreuen Abbild eines Leoparden, doch sehe man sich die andere Darstellung eines Menschen an, sind gewisse Unterschiede zu erkennen. Eine nahezu katzenhafte Darstellung, mit Ohren, die sich weit über seinen Kopf erstrecken, ein weit hervortretendes Kinn, schräge mandelförmige Augen. Und das, was schon der türkische Bürgermeister anmerkte, dieser seltsame V-förmige Ausschnitt. Eine Darstellung, die nicht nur dem Menschen daneben in keiner Weise entspricht, sondern auch nicht dem Erscheinungsbild eines Mannes in der Altsteinzeit.
Aber wen oder was stellt es dann dar? Neben der Theorie, die frühen Menschen stellten jemanden Außerirdischen dar, der ihnen das Wissen für die Erbauung Göbekli Tepes gab, gibt es noch eine weitere. Kein Wesen von einem anderen Planeten, sondern eines von der Erde. Laut Andrew Collins und Graham Hancock waren die Erbauer die Denisova-Menschen, eine genetisch verwandte, aber dennoch abgrenzbare Form der Gattung Homo, ausgestorben vor mehr als 70.000 Jahren. Hancock aber ist der Überzeugung, dass sie nicht nur zu dieser Zeit noch gelebt haben, sondern auch, dass es eine humanoide Riesenhybridart war, von überlegener Größe und Intelligenz. Zumindest hätten ein paar wenige von ihnen überlebt, nach einer großen Sintflut. Niemand anderes als die Denisova-Menschen hätten Göbekli Tepe errichten können. Nur sie hatten die Fähigkeiten und das Können, um so etwas Gewaltiges zu erschaffen, um ihr Wissen und ihre Kultur weiterleben zu lassen, an eine andere Zivilisation weiterzugeben, an uns, dem Menschen. Eine Nachricht, die fast 12.000 Jahre lang überdauern sollte. Es gab uns und wir wollen nicht vergessen werden. Auch schon vor der Zeit, als der Mensch die ersten Bauwerke errichtete, finden wir die Zeichen derer, von denen wir glauben, sie in den Sternen zu finden. Ein erstaunlicher Fund in Indien. Für Archäologen unerklärbar. Nur Astronomen könnten dieses Rätsel lösen. Indien, eines der größten Länder unserer Erde. 1,5 Milliarden Menschen leben auf dem südasiatischen Kontinent. Die Geschichte des Landes ist aber sehr viel älter als seine heutige Namensgebung. Schon weit vor der Gründung Indiens in der Mitte des 20. Jahrhunderts bevölkerten die alten Stämme das Land, Hindus und Veden, Hochkulturen, deren Aufzeichnungen, Legenden und Überlieferungen auf zahlreiche Kontakte hindeuten, Begegnungen mit Wesen von einem anderen Stern. Man findet sie präzise beschrieben in den jahrtausendealten Texten, Sichtungen von UFOs, die es dort auch heute noch so zahlreich gibt. Doch nicht nur in Indien selbst. Staaten, die jenseits der Grenze des Himalayas liegen, berichten ebenfalls von ihnen, heute als auch in ferner Vergangenheit. Es scheint so, als würden sich diese Gefährte am Himmel innerhalb den alten und nicht den neuen Grenzen bewegen. Insbesondere die antiken Sanskrit-Texte offenbaren uns diese schier außerirdische Anwesenheit. Sie sprechen ganz offen von Wesen aus einer anderen Welt, von sogenannten Maschinen, die auf der Erde als auch im Weltraum fliegen, Schriften, die von alten Kriegen mit fortschrittlichen Waffen berichten. Experten, die die alten Aufzeichnungen studiert haben, sind sich sicher, das, was die Menschen vor Jahrtausenden festhielten, sind keine Märchen oder Geschichten, sondern Tatsachen. Sie schrieben das auf, was sie erlebt haben, was sie sehen konnten. Sanskrit sei schon immer die Sprache der Literaten und Gelehrte gewesen, hochgebildete Menschen, die Berichte verfassten und keine mythischen Legenden aus dem einfachen Volk. Detaillierte Schriften von technologischen Fluggeräten, hochentwickelte medizinische Verfahrenstechniken, architektonische Baupläne. Nichts, was in einem Märchen vorkäme, um die einfachen Leute zu unterhalten. Der Tempel in Sirpur, dessen schweren Steine mit einer Masse verspachtelt wurde, die zigfach stärker ist als unser heutiger Zement. Das Sushruta Samhita, ein antikes medizinisches Buch, das heutige moderne Verfahren von Operationstechniken beinhaltet. Das Vaimanika Shastra, das detailliert die Konstruktion eines Quecksilberwirbeltriebwerks beschreibt, ein Vorläufer von Ionentriebwerke. Haben sich die berühmten Vimanas mit einem solchen Antrieb bewegen können, die Fahrzeuge der Götter, wie sie genannt werden, beschrieben in den vedischen Schriften? Es gibt viele Beispiele dafür, dass die alten Inder ein Wissen besaßen, das sie nicht hätten haben dürfen. Kenntnisse, die von jemand anderem kamen, von einer weitaus höher entwickelten Zivilisation, dass sie mit jenen Wesen Kontakt hatten.
Die Beweise dafür könnte uns nun eine Entdeckung in einer uralten Höhle liefern. So unerklärlich, so seltsam, so unfassbar, dass sich das indische Archäologieministerium an jemanden wandte, der etwa nichts mit der Vergangenheit, sondern mit der Zukunft zu tun hat. An die amerikanische Weltraumbehörde, an die NASA. Was haben die Archäologen Erstaunliches entdeckt, dass sie die NASA kontaktierten? Eine amerikanische Behörde, die nun wirklich nichts mit antiken Ausgrabungen in Indien zu tun hat? Haben sie etwas so Außergewöhnliches entdeckt, dass es nur Experten für den Weltraum klären können? J.R. Bhagat, ein Archäologe des Staatsministeriums für Archäologie und Kultur. Er ist in der Charamar-Region unterwegs, in der Nähe von Chhattisgarh, genauer gesagt in der sogenannten Kanka-Region, in der Nähe von Bastar, dort wo seine Vorfahren lebten, die prähistorischen indischen Urstämme, die zivilisatorischen Anfänge, aus denen sich Jahrtausende später einer der größten Hochkulturen entwickeln sollten. Bhagat vermutet, dass sich die Überreste dieser unter den heutigen Dörfern Chandeli und Gotilala befinden, 130 Kilometer von Raipur entfernt. Und tatsächlich, er stößt auf einen dieser Rückzugsorte, eine prähistorische Höhle, zwischen 10 und 12.000 Jahre alt, Altsteinzeit. Ein unglaublicher Fund. Nun könne er sich auf der Suche nach Überresten machen. Bearbeitete Knochen, Werkzeuge, minimalste Spuren von verrotteter Kleidung. Ein ganzes Sammelsurium an Beweisen, wie die frühen Menschen lebten, was sie aßen, gar welche sozialen Bindungen sie eingingen. Bhagat findet aber sehr viel mehr. Dinge, die weitaus mehr erzählen als nur das, was man sich heutzutage über unsere Vorfahren vorstellt. An den Wänden der Höhle befinden sich seltsame Zeichnungen, keine Darstellungen von den frühen Menschen selbst, zusammen mit Tieren oder Bäumen, sondern etwas, das er später als außerirdische humanoide Wesen beschreiben wird. Kreaturen, die in runden Objekten vom Himmel herabsteigen, mit anderen Individuen interagieren, mit den Menschen, die sich dort mit ihnen abbildeten. Doch das könne nicht sein. Es scheint für ihn wie aus einem Hollywood-Film zu kommen, fast schon lächerlich. Was hat der indische Archäologe noch entdeckt, das ihn schlussendlich überzeugte? So sehr, dass sich das indische Ministerium für Altertumsforschung an die NASA wandte. Bhagat findet in den nächsten Tagen weitere dieser prähistorischen Höhlen. Auch sie zeigen das gleiche Bild. Malereien, die Wesen und Objekte zeigen, die sich mit der heutigen Darstellung von UFOs und Außerirdischen ungemein gleichen. Doch er hat eine Vermutung. Haben die umliegenden Dorfbewohner diese Aliens nachträglich an den Höhlenwänden angebracht? Eine Fälschung pubertierender Stammesangehöriger, nicht den unschätzbaren Wert der alten Städte erkennend? Er prüft und vergleicht, lässt die Pigmente der Höhlenmalerei analysieren. Alles deutet darauf hin, dass sie der Zeit entsprechen, mindestens 10.000 Jahre alt. Nichts, was man in den letzten Jahrzehnten dort aufgebracht haben könnte. Die Gemälde sind in natürlichen Farben gemalt, die trotz der Jahrtausende kaum verblasst sind. Diese seltsamen Figuren halten waffenähnliche Gegenstände und haben keine klaren körperlichen Merkmale. Insbesondere fehlen die Nase und Mund. Auf ein paar Bildern sind sie sogar in so etwas wie einem Raumanzug zu sehen. Nach unseren Erkenntnissen entziehen sich diese Darstellungen dem Vorstellungsvermögen der frühen Menschen völlig. Bhagat macht sich in die umliegenden Dörfer auf, Chandeli und Gotitola, spricht mit den Stammesbewohnern, fragt sie vorsichtig aus, haben sie Kenntnis über diese Höhlen, vielleicht sogar über ihre ehemaligen Bewohner? Die Einheimischen kennen diese alten Städten tatsächlich. Mehr noch, sie haben auch Kenntnisse über ihre Bewohner, Geschichten, die sie von ihren Vorfahren gehört haben. Sie erzählen von den sogenannten Rohela-Leuten, die Kleinen, Wesen, die die alten Menschen in ferner Vergangenheit besucht haben, aber auch ihren eigenen Stamm in den letzten Jahrhunderten.
Sie seien früher in einem runden Flugobjekt vom Himmel herabgestiegen, haben mal einen, mal zwei Dorfbewohner mitgenommen, sind mit ihren silbernen Schilden wieder zu den Sternen emporgestiegen. Diese Entführten, wie wir sie heute wohl nennen würden, sind nie wieder zurückgekehrt. Bhagat kann sich diesen vielen Indizien nicht mehr entziehen, die Höhlenmalereien, die Geschichten der Stammesbewohner, die Feststellung, dass die Zeichnungen tausende Jahre alt sind. Auf irgendetwas oder irgendjemand mussten die prähistorischen Menschen getroffen sein, etwas, das sie dazu veranlasste, es zeichnerisch festzuhalten, eine Begegnung mit immenser Bedeutung. Es kann kein Zufall sein, dass solche alten Bilder eine starke Ähnlichkeit mit heutigen Fahrzeugen haben, fächerartige Antennen, Landevorrichtungen, sie ähneln ein wenig weiterentwickelten Mondlandefähren, technologische Konstrukte, die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Menschen in prähistorischen Zeiten Wesen von anderen Planeten gesehen haben oder es sich zumindest vorgestellt haben, von ihnen besucht worden zu sein. Für weitere Erkenntnisse bedarf es nun umfangreicher Recherchen und außerordentlichen Experten. Diese Experten wurden dann auch kontaktiert. Bhagat präsentierte seine Ergebnisse seinen Vorgesetzten, dem indischen Ministerium für Archäologie in Chhattisgarh. Die Verantwortlichen waren ebenso beeindruckt, aber auch ratlos über diese erstaunliche Entdeckung. Es übersteige ihr Wissen, ihre Expertise in Sachen Altertumsforschung bei weitem. Es müssten andere Experten kontaktiert werden, sachkundige Meister ihres Fachs, die diese seltsamen Objekte identifizieren können, Ingenieure und Techniker, die sich mit dem Fliegen durch den Weltraum befassen. Schließlich rief man die ISRO zu Hilfe, die Indian Space Research Organization, die nationale Raumfahrtbehörde Indiens, und die National Aeronautics and Space Administration, die US-amerikanische Weltraumbehörde NASA, bisher ohne Antwort. Wurden wir also von Außerirdischen besucht? In ferner Vergangenheit gab es eine Menschheit, die weit vor der unseren existierte. Es gibt immer wieder erstaunliche Funde, Artefakte, die uns ganz eindeutig zeigen, dass da noch mehr sein muss. Mehr als das, was in den Büchern steht, in Universitäten gelehrt wird. Und egal wer sie waren, ob antike Aliens oder eine andere intelligente Spezies, die die Erde bewohnte, ihre lange Geschichte scheint verboten zu sein.